Eintracht Frankfurt hat auf die Verletzung von Torhüter Kevin Trapp reagiert und Timo Hildebrand verpflichtet. Der 35-Jährige stand zuletzt beim FC Schalke 04 unter Vertrag, hat bei den Königsblauen aber keinen neuen Kontrakt erhalten und sich seitdem beim Karlsruher SC fit gehalten. Zuvor war der Torhüter unter anderem für Hoffenheim, Valencia und Stuttgart aktiv. Bereits am Donnerstag bestritt der Ex-Nationaltorhüter eine erste Trainingseinheit mit den Hessen. Stammtorhüter Kevin Trapp musste am Dienstag gegen Mainz verletzungsbedingt vom Platz. Eine Untersuchung ergab einen Riss des Syndesmosebands. Trapp fällt 10 bis 12 Wochen aus und fehlt der Eintracht damit die gesamte Hinrunde. Gegen den HSV wird voraussichtlich Felix Wiedwald das Tor hüten. Gut möglich aber, dass sich die bisherige Nummer 2 bis zu Trapps vollständiger Genesung einen Kampf mit Hildebrand um das Eintracht-Tor liefern wird.